schon, nein, leider nicht. Sollen wir mal einen Schneeball schmeißen? Was ist das denn? Roter Teppich hier? Ist nein, ja, ja, ich hab nur eben einmal drauf gedrückt. Ja. Munzen. Ach, Munzen. Jetzt aber. Jetzt aber. Auch nochmal drehen. Ja. Es ist kalt. Jetzt ist es kalt, oder? Sehr kalt. Super. Haben wir Zeit hier? Dankeschön. Hallo. Hi. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Servus. Servus. Alles klar. Hallo. Immer noch hier. Sehr gut. Oh, es ist glatt, Sandra, kannst du mir nicht helfen? So. Wow. Ja, alles ja, schön, dass ich dich noch mal einlade. Ja, würde ich mich freuen. Ja. Ja, klar. Hallo. Geht's dir noch weiter? Ja, ne? Ich liebe ja deine Schuhe. Ich dachte, das ist nichts. Ich weiß von nichts. Okay. Hier hinter dem schneebedeckten Opel Kadett. Hey, wo geht's rein? So. Schneider! Alle. Alle. Lächeln, lächeln, lächeln. Hier nochmal da rein lächeln. Okay. Ja, aber ich wollte nur eine Frage. Ich wollte den guten Gabriel mitbringen, aber der kann heute nicht. Der ist dann wieder Warte, Danny, warte. Warte, warte. Auf den Spuren der Liebe. Wie leben Sie denn Liebe, Herr Schöne, wenn Sie auf eine Penthouse-Party gehen? Ja, ich bin jetzt sprachlos. Ja. Ich bin auf einer Penthouse-Party keine Liebe da. Die Liebe habe ich doch zu Hause in Berlin. Haben Sie eine wundervolle Liebe? Ja, ich habe eine wundervolle Liebe. Und für die Liebe ist es okay, dass Sie heute von so wahnsinnigen Frauen umgeben sind? Aber ja. 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 Aber die wahnsinnigsten sind Bücher, ne? Ja, du bist die wahnsinnigste. Also bei mir wird es eifersüchtig. Ja, klar. Ne? Herr Schöne, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Und wir treffen uns in der Bar. Eine leise Gefahr besteht. Wie jede Woche. Also
Abend. Zur Verfügung standen. Herzlichen Dank, dass ihr das gemacht habt. Es wird nicht eure Schade sein. Für den übrigen Gästen, die hier einfach das Blumenfass besuchen, ich wünsche auch Ihnen einen schönen, angenehmen Abend. Es passiert einiges weiter. Lasst euch überraschen. Und in unserer Mitte das sind zwei geile Hasen. Unser wunderbarer Schauspieler Rainer Schöner dort. Einen herzlichen Applaus. Dankeschön. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war vor einer Weile da, habe mich mit der Managerin vom Pulverfass zusammengesetzt und haben das ausbadobert, dass wir hier Bad of the Year waren machen. Nach der Show, natürlich nach der Show. Achtung, da sind zwei geile Hasen. Das sind zwei richtig geile Hasen. Ob da heute Nacht noch was geht, wir lassen uns überraschen. Ja.